herzlich willkommen zur heutigen Klasse. Du brauchst eventuell einen Block oder ein dickes Buch und vielleicht auch einen Gurt, aber das kann auch wieder irgendeine andere Schlaufe sein oder eine lange Socke, irgendetwas, was dich da ein bisschen unterstützt. Gut, du kannst beides nochmal zur Seite legen. Vielleicht noch von weg, ganz egal, ob du noch recht neu beim Yoga dabei bist oder auch schon länger praktizierst. Immer wenn dir irgendwas zu viel wird, wenn du denkst, es ist jetzt zu intensiv, dann nimm dich gerne raus. Geh in die Position des Kindes. Und das ist auch gleich heute unsere Startposition. Das heißt, du kannst gleich in diese Position hineingehen.